Eineinhalb Monate vor der Nationalratswahl starten wir heute unsere Sommergespräche. Unser erster Gast ist der Präsident der Liste Burgenland, Manfred Kölli. Auch wenn er diesmal nicht bei der Nationalratswahl kandidiert, nicht zuletzt seine Listenanhänger wird interessieren, ob er vielleicht doch noch eine Wahlempfehlung abgibt oder was er im Burgenland noch erreichen will. Bevor ich das Wort an Chefredakteur Walter Schneeberger übergebe, hier noch ein politisches Kurzporträt. Manfred Kölli im Landtag. Seit der Landtagswahl vor 3 Jahren vertritt der 59-Jährige hier die Liste Burgenland. Das Mandat damals, ganz knapp geschafft, ging zulasten der FPÖ. Zu der hat Manfred Kölli ursprünglich gehört. Jetzt ist er Präsident der Liste Burgenland, die sich als politischer Dachverband verschiedener Listen versteht. Bei der Gemeinderatswahl gab es Zugewinne. Und auch Listenobmann Wolfgang Rauter ist seither Bürgermeister in Großhöflein. Manfred Kölli ist weiterhin Bürgermeister in Deutschkreuz, mittlerweile seit 11 Jahren. Auch er ist als Bürgermeister unter Verdacht von Schülerscheinanmeldungen geraten, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Bei der Nationalratswahl kandidiert die Liste Burgenland jedenfalls nicht. Es gibt vorerst auch keine Wahlempfehlung. Manfred Kölli selbst war schon Kandidat bei Nationalratswahlen, 2006 für die FPÖ, 2008 dann auf der Liste des Tiroler ÖVP-Rebellen Fritz Dinkhauser. Aus einem Sitz im Nationalrat wurde in beiden Fällen nichts. Ja, schönen guten Abend, Herr Kölli. Guten Abend, danke für die Einladung. Gerne. Seit mehr als 20 Jahren haben Sie bei jeder Wahl kandidiert, bei allen Gemeinderats-, Landtags- und Nationalratswahlen, also nicht als Bundespräsident natürlich und nicht bei EU-Wahlen. Das ist die erste Wahl seit Anfang der 90er Jahre, wo Sie nicht kandidieren. Was ist los? Was ist los? Wir konzentrieren uns die Liste Burgenland auf die Gemeinden. Dort arbeiten wir hervorragend, leisten gute Arbeit. Die Bevölkerung gutiert das. Und wir haben gesagt, wir machen bei dieser Nationalratswahl diesmal nicht mit. Wir konzentrieren uns 2015 auf die Landtagswahlen. Und es schaut ganz gut aus und wir arbeiten dort in dieser Richtung schon hin. Bei der vergangenen Nationalratswahl hat es die Liste Burgenland auch schon gegeben. Da haben Sie und auch Ihr Parteifreund aus Sauerbrunn, Bürgermeister Hutter, bei einer Wahlliste, bei der Liste Dinkhauser mitgemacht. Dieses Mal ist da nichts dabei bei diesen 12 Listen, die in Österreich antreten? Sie haben wieder falsch recherchiert, Herr Chefredakteur. Die Liste Burgenland hat es damals noch nicht gegeben. Das war die Freibürgerliste, ja, ganz genau. Ich denke, man kann sich verändern, man kann sich das ansehen. Und es ist auch wichtig, dass man nicht nur Sesselkleber ist, sondern dass man wie in der Firma, wo gute Arbeit geleistet wird, auch dann honoriert wird. Das heißt, keine Kandidatur. Sind Sie da sehr entspannt, wenn Sie das rundherum beobachten, was sich derzeit im Wahlkampf abspielt? Ich denke, wenn ich mir die Themen anschaue, was hier getrommelt wird und was hier hinausgegeben wird, dann frage ich mich, wer soll noch zur Wahl gehen? Wenn ich mir diese Wahlplakate anschaue, diese Slogans anschaue. Ich denke, man sollte sich mehr konzentrieren auf die Personen, auf die Menschen im Lande. Wäre wichtiger, wie nur auf sich selber zu schauen. Und das passiert in diesem Wahlkampf. Das heißt, Wahlempfehlungen geben Sie auch keine ab oder raten Sie Ihren mehr als 7.500 Wählern, die Sie bei der Landtagswahl gewählt haben, irgendetwas? Ja, wir haben diese Woche eine Vollversammlung gehabt, wo natürlich diese Frage gestellt wurde. Ich sage klipp und klar, nicht rot und nicht schwarz wählen, das andere können Sie sich überlegen. Liebe deine Nächsten, plakatiert Ihre ehemalige Partei, bei der Sie jetzt sehr, sehr lange Zeit waren, spricht Sie das an? Absolut nein. Ich muss dazu sagen, solche Slogan sprechen mich absolut nicht an. Wir haben andere Dinge, es wären wichtige Dinge anzusprechen, aber sei es wie sei, das ist Ihre Reihe und Ihre Seite, aber damit wirklich nichts zu tun haben. Wollen Sie nichts zu tun haben. Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben vorige Woche Ihre Vollversammlung gehabt. Bei anderen Parteien, wenn es so einen Parteitag gibt oder wenn die Chefs der Partei wiedergewählt werden, gibt's das immer auch, wird das immer auch in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, da werden Medien eingeladen. Wir haben das eigentlich erst diese Woche im Nachhinein erfahren. Warum diese doch etwas Heimlichtuerei? Kann ich nur sagen, das ist keine Heimlichtuerei, sondern wir sind ein Verein und keine Partei. Wir treffen uns und da sind sehr viele neue Gesichter dabei, die auch gerne mitarbeiten, weil sie sehen, die Liste Burgenland arbeitet in den Gemeinden hervorragend. Wir haben etliche Bürgermeister, Vizebürgermeister, Gemeindevorstände. Und ich denke, das inspiriert und daher kommen die Leute und man muss nicht immer die Medien dabei haben. Und der OF kommt ja oft auch nicht zu BKs, zu Pressekonferenzen. Wir berichten über alle relevanten Themen. Wir werden gerne auch zu dieser Versammlung gekommen. Aber wenn Sie sagen,
Sie sind keine Partei. Die Parteienförderung aus dem Parteienförderungsgesetz im burgenländischen Landtag von ungefähr 100.000 Euro im Jahr, die nehmen Sie aber schon, oder? Ja, das ist ja das Richtige, ganz genau. Wir sind im Landtag vertreten und haben auch Aufwendungen. Und im Gesetz ist das so verankert und wir können so karitativen Zwecken spenden, aber wir brauchen doch auch Ressourcen, selbstverständlich. Na, gerne nehmen wir das an, keine Frage. Die andere Partei kriegt Millionen und wir kriegen halt dann die 100.000, dass wir auch gut brauchen können. Das heißt, Parteienförderung ja, aber keine Partei, sondern ein Verein. Ja, okay. Ganz bewusst. Sie sind wieder zum Präsidenten gewählt worden. Ist das auch schon eine Vorentscheidung für die kommenden Landtagswahlen? Es dauert ja nicht einmal mehr 2 Jahre. Werden Sie Spitzenkandidat sein? Das ist noch weit entfernt, aber wir bereiten uns vor für 2015. Und ich denke, dass viele, viele Persönlichkeiten hier bei uns mitmachen werden. Und dann wird das abgesteckt, dann wird das diskutiert. Und in dem Verein eigentlich dann so vorgegangen, wer sich zur Verfügung stellt, wer wirklich Möglichkeiten hat und Chancen hat, der soll auch dort resieren oder resieren. Und ich denke, dass das ein richtiger Weg ist. Mehr als die Hälfte dieser Periode, dieser Landtagsperiode ist bereits um. Sie sitzen jetzt seit mehr als 3 Jahren im Landtag für die Liste Burgenland. Wie sieht denn so ganz kurz Ihre Bilanz aus dieser 3 Jahren? Ich muss eines dazu sagen. Ich bin einer, der die meisten Anträge eingebracht hat, 55 an der Zahl. Die wurden meistens abgeändert von anderen Parteien und das ist ja das System, SPÖ, ÖVP, Rot und Schwarz sind einander gebunden. Und ich sage immer, wenn der Landeshauptmann sagt, wir springen in Brunnen hinein, dann springt der Landeshauptmann stellvertretend als Erster hinein. Der Landeshauptmann geht an seinen Weg. Sehr schwierige Situation und die Posten werden vergeben. So geht es einem, wenn man nur ein Mandat hat und es gibt 35 andere. Aber was muss sich denn da noch ändern in den kommenden 2 Jahren? Ich denke, es kann auch sein, dass man das Zünglein an der Waage sein kann. Wenn man sich das anschaut, wenn jetzt der Wahlkampf ausgebrochen ist, dann gibt es ja einige Möglichkeiten. Sie werden möglicherweise Spitzenkandidat sein. Was bei Ihnen auch noch offen ist, so wie bei vielen anderen Bürgermeistern, ist eine mögliche Anklage wegen Scheinanmeldungen von Schülern. Wie ist denn da der Stand momentan? Das ist doch schon sehr, sehr lange, dass das bekannt wurde von Ihnen. Gibt es da schon irgendeine Entscheidung? Das ist ja auch ein Politikum geworden im Endeffekt. Da hat sich die SPÖ, die ÖVP angezeigt selber. Natürlich braucht man einen anderen auch dabei. Ich bin mir keiner Schuld bewusst und ich denke, dass wir richtig gehandelt haben. Wenn es eine Anklage geben würde gegen Sie, würde das Konsequenzen bedeuten für Sie im Landtag? Ich denke nicht. Warum? Ich habe nichts Falsches gemacht. Wenn Sie verurteilt würden? Ja, muss man sich anschauen. Da gehört diskutiert in den Gremien. Okay. Vielen Dank, Herr Kölli. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Gerne. Und nächste Woche setzen wir unsere Reihe der Sommergespräche fort mit Regina Petrick, der Landessprecherin der Grünen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Wiederschauen.